Aloha, ich grüße euch. Ich habe hier ein Mega-Paket von der Jutta bekommen. Jutta hat aussortiert und sie wollte mir ihre ganzen Sachen davon machen. Und ich habe auch ihr noch ein bisschen was abgekauft, ein paar Stanzer. Ja, und das ist alles in diesem Paket. Und das möchte ich zusammen mit euch auspacken. Wir werfen mal einen Blick rein. Ich habe es nur geöffnet. Und ich hatte die Post schon einmal rausgenommen. Ja, ein paar liebe Worte an mich und viel Spaß beim Auspacken. Ja, Jutta, vielen lieben Dank, dass du da an mich gedacht hast. Das war Zufall, dass ich die Stanzen gesehen hatte bei Facebook, dass du die verkaufen wolltest. Zum Glück, da bin ich richtig froh und ich bin jetzt froh, was uns hier erwartet. Ich nehme mal hier dieses Bubbelzeug weg. Uiuiui, ich sehe schon wieder hier viel, viel, viel. So, wir fangen jetzt so mal an. Wenn es gleich nicht mehr geht, dann lege ich den Karton runter. So, dann haben wir hier erstmal Becher. Okay, ich glaube, hier sind die mit Deckel. Cool. Ich weiß dann nicht, was ich damit anfange, aber die kann man ja auch schön verzieren und auch Gedöns reintun, ne? Cool. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, macht Jutta dann nur noch mit Stoff und Wolle. Irgendwie so muss ich noch mal lesen und möchte sich von dem Papier soweit trennen. Oh, 4 Rollen Mentos. Ja, die muss ich verstecken. Cool, habe ich noch nie gesehen. Das ist ja mega. Also die Verpackung hat Mentos, klar, hole ich auch ab und zu. Und hier sind 4 Packungen Mentos drin. Ja, sehr schön. Also die essen wir alle. Passt ja auch, wir sind zu viert. Teilen wir uns. Vielen lieben Dank dafür. So. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann haben wir hier von Living Art Lackmarker in Bronze und in Gold. Auch cool. Na, für alles Mögliche zu beschriften. Ich glaube, ich hole gleich mal ein anderes Kartönchen, wo ich das erstmal reintue. So. Ja, dann haben wir hier die Stanzer, die ich hier abgekauft habe. Und zwar sind das Stanzer, die man mitten auf dem Blatt platzieren kann. Einmal diesen, wie sagt man, Skalopp, glaube. Ne, also keinen richtigen Kreis, sondern mit diesem Wellenrand. Sehr schön. Dann das Herz. Die stanzen wir gleich auch noch mal aus. Dann den Stern. Das waren die 3 Stanzer, die ich ja unbedingt haben wollte. Also die sie verkaufen wollte und in der Facebook-Gruppe gepostet hat. Und dann dies, ach, es spiegelt, ne? So. Diesen Labelmarker von Butinette, Etikettenstanzer. Ja, auch mega. Jutta, vielen lieben Dank, dass du mir das vermacht hast. Ja, ein Fächer. Der Sommer kann kommen. Ich habe im Sommer immer so einen Fächer in der Tasche. Weil je nachdem, wo man ist und wenn es dann wieder so warm wird, wirkt der echt Wunder. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Oh, M&Ms. Hier Leckerchen. M&M Beutel. Oh, der ist offen. Da ist einmal wahrscheinlich irgendwas gegengekommen. Macht nichts. Sehr schön. Vor allem sind die immer schön mit auf die Arbeit zu nehmen. Ich bin zwar im Moment nicht oft auf der Arbeit, also im Dienst, aber wenn, nehme ich mir ja doch was mit. Und da gehört natürlich auch mein Leckerchen zu. Oh, das sind Aufkleber Miss Melody. Ja, so ähnliche habe ich schon, aber nicht mit Pferden. Cool. Guck mal, ganz viele Sticker auf der Rolle für Pferdefreunde. Ich denke, die gehen weiter. Ich finde die zwar hier, also ich bin kein Pferdefan. Ich mag Pferde, ich habe nichts gegen Pferde, aber ist nicht meins. Ist aber auch nicht schlimm. Für mich wären dann hier diese Kleinetchen, ne? Diese ganzen Mini-Sticker wären interessant, da ich aber so eine Rolle so ähnlich habe mit, ich glaube, von den, wie heißen sie denn?
Ich komme nicht drauf. My Model. Ne? Und da so ähnliche bei sind, darf das weiterziehen an einen Pferdefan. Oder ich schneide es auseinander und es kommt immer mal in also es sind ja wahrscheinlich ganz viele doppelt, dass das immer mal in ein Ü-Paket oder in Post reinkommt. Ja, ne? Cool. Eulen, die Muffinförmchen, kann ich immer gebrauchen. Ihr wisst, ich sammle die, weil ich daraus ja Embellishments mache. Dankeschön. So. Dann, ach, was haben wir denn hier? Das hast du selbst gebastelt. Cool. Das sieht, ich muss es ganz vorsichtig aufmachen. Ich muss ein bisschen näher an mich ranholen. So. Mach's jetzt mal auf. So. Och, das ist ja niedlich. Oh. Oh, Niesfleisch. Entschuldigung. Oh. Guck mal, wie süß. Das ist ja echt niedlich. Mit dem Vögelchen. Das ist ja ein cooles Glas hier. Also, da muss ich mal also mit Kork oben verschlossen. Cool. Richtig coole Idee. Vor allem ist das Glas cool. Also das finde ich ja echt mal mega. Da musst du mir mal schreiben. Am besten in die Kommentare, wo du das Glas her hast. Weil ich denke, das interessiert den einen oder anderen. Da kann man ja richtig geile Sachen mitmachen. Richtig cool. Dankeschön. Sehr, sehr schön. Das muss ich, das kommt hier zu meinem fliegenden Schwein von Sparina. So, das kommt weg. So, dann nehmen wir das hier mal in einem schönen Tütchen von Action. Ach, ja. Im Namen der Tierkörper sage ich danke. Cool, da freuen sie sich. Sehr schön. Das tue ich hier nebenhin, das kriegen die gleich was von, weil es ist noch früher Morgen, die haben noch nichts bekommen. Und hier, das hört sich doch auch an wie für Frau Schmidt und Kalisi. Ja, Crispy Crunch, da schlägt das Katzenherz höher. Vielen lieben Dank. Och, hier noch mehr. Du wolltest auch deine Bastelsachen loswerden und nicht hier meine Tiere versorgen. Ja, vielen Dank im Namen von Lucy und Emma. Die werden sich da richtig drauf stürzen. Das behalte ich auch hier, weil die kommen ja immer hier und wollen Leckerchen von mir haben. So, hier haben wir noch ein kleines Tütchen. Schwupps. Oh, die sind ja niedlich. Och, sind die süß. Guckt mal, kleine Tellerchen in Gold mit Sektgläsern und Silber mit Sternen. Ich liebe ja diese kleinen Tellerchen, ne? Weil ich kann ja nie genug Böckschen, Schächtelchen, Tellerchen haben. Die stelle ich mir auch gern schon mal, wenn ich ausstanze oder irgendwas am Basteln bin, so dann hier hin. Gerade wenn ich auch Buchstaben ausstanze. Und verteile die dann auf die einzelnen Tellerchen. Ich finde die mega, richtig hübsch. Aber vielleicht fällt mir auch was ein, mit zu basteln. Oder mal verarbeite die mal für ein Goodiebag. Ja, aber ansonsten kann ich die super gebrauchen. Bin ich immer auf der Suche nach. Sehr schön. So, dann haben wir einmal Tempotaschentücher. Hanky mit dem Weihnachtsmann. Ja, nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Cool, dankeschön. Das muss ich, das tue ich direkt hier in meine Box. Nee, komme ich jetzt nicht dran. Da habe ich nämlich so Tempotaschentücher und so drin, wenn ich wieder Tempoboxen bastel. Ja, nochmal ein M&M. So, und hier steht eingetütet. Okay, das machen wir mal auf. Oh, es klappt ja eigentlich ganz gut hier mit dem Karton, ne? Habe ich, glaube, eine gute Einstellung. Also für mich ist es so angenehm. Ich hoffe, für euch auch. Und das schöne Glitzerpapier aus dem Action. Ne? Och. Wie geil. Hier, lauter Tüten.
Foliengeschenktüten. Ja, was soll ich dazu sagen? Kann man immer gebrauchen. Mega. Richtig, richtig cool. Und hier noch einmal verschiedene Größen in komplett in klar. Richtig cool. Hm? Hier steht auch Handmade steht hier drauf. Okay, schön für Kekse, ne? Ideal für Süßigkeiten, Kekse, Pralinen. Ja, von daher denke ich, die sind lebensmittelecht. Sehr schön. Und hier sind auch Kekse, also Pralinen drin. Das ist ja wichtig, ne? Dass das draufsteht. So, da habe ich auch eine extra Box für. Ja, und die hier ist natürlich auch mega. Die habe ich schon. Und ich habe auch schon eine verbastelt. Was heißt verbastelt? Die sind ja vorgestanzt. Die sind richtig cool. Kann ich auch sehr gut gebrauchen. Vielen lieben Dank. Ja, und ich glaube, hier kommen noch mehr Tüten. Hier, wenn ich das hier so sehe, noch mehr Tüten. Richtig cool. Also die habe ich auf gar keinen Fall. Die habe ich natürlich selbstverständlich und bin froh, dass ich die nochmal bekomme, weil ich echt geizig damit bin, weil die so niedlich sind. Und die hier sind auch niedlich. Die habe ich... Nee, die habe ich nicht. Die sind auch richtig cool. Vielleicht kommt alles in meine Box. Die hatte ich euch gerade schon gezeigt mit den Herzchen. Und hier nochmal mit anderen Herzchen. Auch niedlich. Richtig süß. So, oh, das ist schwer. Das ist richtig schwer. Oh, Schokolade. Du denkst an meine Hüften. Meersalz und Edelbitter. Ja. Also wer mich öfters verfolgt, der weiß, ich mag dunkle Schokolade. Und hier haben wir Meersalz mit dunkler Schokolade. Cool. Kenne ich gar nicht mit Meersalz. Die kenne ich, die hole ich mir ab und an. Ich hole generell gerne die Moserrot aus dem Aldi. Die haben ja auch diese... Psst, Emma ist da am Knurren. Zu Weihnachten auch immer diese Sonderschokoladen mit Marzipan und auch mit Mozartkugel. Das heißt aber anders. Habe ich euch aber auch schon mal gezeigt. Meersalz kann ich nichts zu sagen, weil... Habe ich noch nie probiert, habe ich auch noch nie gesehen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Bin ich gespannt drauf. Vielen lieben Dank. Du denkst an meine Figur. Naja, ich muss ja nicht alles auf einmal essen. Ne? So, dann haben wir hier noch ein Tütchen. Festgeklebt. Kein Wunder, dass ich es nicht rauskriege. So, Dekorationsset. Zwei Dekoroller und ein Kleberoller. Ah ja, okay. So, das ist der Kleberoller. Und hier sind Dekoroller. Hier sind einmal so Blümchen. Und hier sind ganz kleine Mini-Mini-Kükchen. Richtig süß. Das ist ja... Doch, sind Blumen. Ich muss mal gucken. Kann man ganz schlecht erkennen. Jetzt hier drauf, wenn man es abrollt, bestimmt cool. Das sind Küken. Können wir aber auch gleich mal testen mit den Stanzen. Lege ich mir hin, packe ich selbstverständlich aus. Ja, dann haben wir noch mal Tüten. Cool. Richtig cool. Die Cinderella. Auf jeden Fall Disney-Prinzessin. Ich kenne mich da nicht mehr ganz so aus, obwohl ich auf Disney stehe. Och, Jutta. Vielen lieben Dank. Wenn ich jetzt hier... raschel damit, aber das mache ich jetzt nicht. Dann kommen die Katzen und das passt jetzt nicht mit dem Paket. Gleich kriegen die aber was. Vielen lieben Dank. Und hier noch was. Ich sehe es schon wieder für die Tiere, für die Hunde. Ja, cool. Ne? Das gibt es im Action. Hole ich auch ab und an. Lieben die. Also ich bin ja ein bisschen umgeschwenkt, weil der Action ja auch lange zu hatte. Habe jetzt eine andere Alternative, aber wenn ich da bin, hole ich auch immer mal, gibt es ja in verschiedenen Sorten, mögen die total gerne. Vielen lieben Dank. Im Namen der Vierbeiner. Und hier noch was. Ah, Jutta!
Ja, cool. In welchem Paket hatte ich die denn zuletzt? Oder so ähnlich hießen die. Sind auch super angenommen worden. Dankeschön. Aber das musste doch alle nicht sein. Ich meine, das nimmst du ja nicht zum Basteln. Aber trotzdem, vielen, vielen lieben Dank. Da freuen die sich. Was haben wir hier? Ist das Seil? Guck mal, in einem kleinen Säckchen. Und dann haben wir hier, ist das Seife? Oh, riecht gut. Ja, ich denke, das ist Seife. Ja, freue ich mich, weil, wer mich länger verfolgt, weiß auch, ich bin ein Seifenfetischist. Ich nehme auch Duschgel, aber äußerst selten. Also ich sag mal, zu 90% nehme ich wirklich Seife. Ne? Und ich gucke auch immer nach guter Seife, meistens aus dem Seifengeschäft. Das letzte Mal habe ich zugeschlagen in Brüssel. Da war ein Seifengeschäft und ich weiß nicht, wie viel Seifen ich gekauft habe. 15 oder 20 und dann waren das echt hier so mega Brocken. Ne? Also davon zehre ich immer noch, aber cool, freue ich mich. Aber ich wechsle zwischendurch auch mal. So. Da sind Katzen drauf. Ich bin gespannt. Och, du verrücktes Huhn. Einmal nochmal für die Katzen. Da freuen sie sich. Dann haben wir hier nochmal Tempos, auch mit Winterthema, auch richtig cool. Ich muss unbedingt die Tempo-Boxen nochmal machen, aber ich habe schon so viel, was ich noch machen möchte und euch auch zeigen möchte. Ja, die sind ja geil. Also die habe ich auch noch gar nicht. Da waren die mal in irgendeinem... Nee, ich glaube, die habe ich gar nicht. Aber es blendet so, ne? Also Doilies in Herzform, richtig cool. Vielen, vielen lieben Dank. Mega. Und du bist sicher, dass du aufhören willst mit Papier basteln? Ich würde es mir ja nochmal... Leckerli. Noch ein Leckerli. Ja. Also ich gehe davon aus, du guckst meine Tierkörper gern. Da du mir so viel Unlock-Zeug geschickt hast. Zeug wollte ich nicht sagen. Nein, aber... Nein, das ist lecker schon für die Mutter. Oh, Marzipan, wie geil. Ja, sehr schön. Lübecker Edelmarzipan rum. Cool. Richtig cool. Und Lübecker Edelmarzipan Orange. Rum kenne ich schon. Richtig lecker. Orange kenne ich nicht. Werde ich berichten, wie es so schmeckt. Cool. Aber generell Marzipan stehe ich ja drauf. Schön mit dunkler Schokolade. Lecker, lecker, lecker. Vielen lieben Dank. Nee. Also hier... die ganzen Leckerchen, aber ich werde die so bis auf hier das Nassfutter alles schön hier lassen und werde die dann nach und nach immer mal, ja, was heißt anlocken? Ich brauche nur mal rascheln, aber das ist auch egal, mit welcher Tüte ich raschel, auch wenn da nichts drin ist. Also nur basteltechnisch irgendwas, dann kommen die trotzdem. Ja, hier haben wir Bastelkarton in verschiedenen Farben. Orange, grün, das ist so ein... Oh, wie soll man das denn? Orange-braun? Das sieht auch cool aus. Und grau. Auch cool. Sehr schön. Das lasse ich ausgerollt, weil das kommt zu meinem anderen Bastelkarton. Das mache ich dann mal noch gerade. Muss ich gleich alles schön wegräumen. So, hier haben wir noch was. Ups. Und zwar ist das ein Vellum. Okay, einmal. Wir fangen mal so an. Oh. Das ist jetzt blöd. Ja, das ist richtig cool mit den Schneemännern. Finde ich mega. Und hier haben wir die Teddybären. Die sind auch niedlich. Und Sterne. Ja, Sterne gehen immer. Ne? Ich weiß nicht, könnt ihr sehen? Ja, ne? Könnt ihr sehen? Richtig cool. Ja, und hier nochmal die Sterne. Das, muss ich sagen, ist nicht so meins. Damit würde ich vielleicht, wenn ich irgendwas vorhabe mit Vellum, wo ich noch nicht ausprobiert habe, würde ich das zum Testen nehmen. Aber die anderen sind richtig cool. Vielen lieben Dank. Dann
Das tue ich auch hierbei, weil das werde ich auch auseinander machen. Und jetzt wird mir ja richtig Angst. Hier sind Mappen. Also ich nehme den Karton jetzt, glaube ich, mal runter. Oder? Es geht auch so. Ach, hier. Nee, muss ich runternehmen. Hier sind Mappen mit Papieren und allem Möglichen drin. Da müssen wir ja durchgehen. Oh, cool. Ich stelle es mal hier neben hin. Ich packe den jetzt mal komplett aus. Hier ist noch eine Mappe. Und hier sind dann auch noch Papiere und noch ein Block. Oh. Ich nehme jetzt erstmal alles raus, damit wir sehen, bis auf ein Gummiband ist alles raus. Ups. So. Jetzt gucken wir mal. Ja, blauer Cardstock. Als Grundbasis kann man immer nutzen. Und das ist ja auch hübsch, ne? Mit so geglitzerten Herzen. Das muss ich jetzt ein bisschen sortieren auf Grundfarben. Ja, und das ist richtig. Oh, was wird das sein? So 100, 120 Gramm. Und das hier ist richtig fest. Das sind bestimmt 300 Gramm. Richtig cool. So, dann haben wir hier. Oh. Auch noch ganz festen Cardstock. Ja, das werde ich aber gleich machen. Dann Spiegelkarton. Oh, hier, Gold. Suche ich ja immer. Gepunktet. Voll mein Ding. Gelb. Das ist aus dem Actionblock, ist nämlich mit eins meiner Lieblingspapiere, ist auch schon älteres Semester. Richtig cool. Cardstock. Dann haben wir hier rosa und hier ist dieses Muster. Das hier gepunktet und auch das auch schön. Dann haben wir hier das mit den Schleifen. So. Moment. So, die hatten wir. Ja, hier lauter Papierreste, aber die kann man ja mega cool gebrauchen. Für Ausstanzungen. Hier ist schwarze Glitzer, geil. Ja, das hier ist natürlich auch mega. Ist auch aus dem Action-Block. Dann hier dieses Leinenpapier aus dem Action. Das hier. Oh, da hast du dich an Briefumschlägen versucht. Cool. Und hier sind noch normale Briefumschläge. Und hier haben wir dünnes Papier. Ah, ja, cool. Hatte ich auch. Das ist nicht aus dem Action. Das habe ich auch. Und zwar liebe ich dieses Muster. Und dieses finde ich richtig cool. Da habe ich auch die kleinen Boxen mal rausgebastelt. Wisst ihr, diese kleinen Zipperboxen, weil das so schön beidseitig bedruckt ist. Richtig cool. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und das hier haben wir noch. Und hier ist noch Vellum drin. Packen wir alles aus. Das hier ist ja wunderschön. Guckt mal, mit so die Pusteblumen. Mega. Und das mit den Rosen auch. Toll. Habe ich auch noch gar nicht sowas. Richtig cool. Einmal durchsichtig. Dann hier, das war auch aus dem Action, dieses Papier. Oh, und hier so, das ist auch cool. Sieht richtig geil aus. So Strukturpapier. Toll. Ja, vielen lieben Dank. Kommt natürlich hier mit in meine große Kiste. Das Moment voll, das muss ich sortieren. Natürlich ich gleich in Ruhe. So, dann haben wir hier so Wellenkarton, wie so, also mit Musterstruktur. Habe ich auch noch gar nicht. Bin ich total gespannt drauf. Ja, und das ist ja auch mega. Oh, da kann man bestimmt richtig coole Sachen mitmachen. Hier haben wir noch ein M&M-Beutelchen in Gold. Richtig cool. So, dann hier noch einmal Designpapier. Oh, da kann man sich gar nicht entscheiden, welche Seite, ne? So, und dann hier wunderschönes Designpapier mit Happy Birthday.
Oh, das ist auch schön. Da kann man sich auch wieder nicht entscheiden. Welche Seite? Das hier, so tropisch. Und hier die Monstera-Blätter, auch cool. So, oh. Nature Beauties. Craft Sensations, das heißt wahrscheinlich aus dem Action, kenne ich gar nicht. Gehen wir den mal durch. Boah, guck mal. Richtig cool. Also ich zeige euch jetzt immer nur die Seite. Ich nehme an, weil das doppelseitig bedruckt ist, kommt das gleich dann nochmal mit den Punkten. Cool. Dass du dich davon trennen konntest. Ah, richtig geil. Richtig cooles Papier. Und hier, oh, und das, oh. Richtig geil. Oh, ja, jetzt wiederholt sich's. Auch geil mit den Streifen und so pastellig. Richtig cool. Ja, also wenn ich den Block gehabt hätte, hätte ich bestimmt zweimal gekauft. Richtig geil. Mit dem kariert stehe ich ja voll drauf. Auch das ist geil. Ja, gepunktet. Geht immer. Hier, große Punkte. Oh, richtig cool. Das war der Block. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Hammermäßig. So, jetzt haben wir noch die hier diese Bücher, die auch, ja, die Mappen hättest du doch behalten können. Toll, richtig cool. Jetzt gucken wir, was da drin ist. Gehen wir Mappe für Mappe durch. Ja, Cardstock, auch richtig dick. Ne, das ist das, das ist ein etwas dünner, aber auch dick, Silber. Und hier richtig dicker Cardstock, ich würde sagen 300 Gramm. Auch aus dem Action-Block. Kenne ich nämlich. Sehr schönes Muster. Oh, ja. Cool. Dann hier geprägtes Goldpapier. Auch mega. Das hast du wahrscheinlich selbst geprägt, weil hier ist eins Blanco. Das ist ja richtig cooles Papier. Musst du mir sagen, wo du das her hast. Das ist ein richtig stumpfer Goldton, aber richtig cool. Ich weiß nicht, ob der in der Kamera so rüberkommt. Sieht richtig edel aus. Ja, grüner Cardstock, dann hier so ein, das ist eher so glänzendes Papier und dann haben wir hier Weihnachtsmotive. So. Ja, das hier, dann wieder Punkte und das, ja, werde ich die Punkte natürlich nutzen. Einfach. Normales, dann das etwas dünner, das ist auch normales Tonpapier und hier haben wir wieder richtig dicken Cardstock. Sehr schön. Boah, das auch, das ist Silber, recht dick und hat auch so eine coole Struktur, sieht richtig edel aus. Das wird, ist normale Pappe. Das wird von irgendeinem, da wird ein Kleidungsstück drin gewesen sein. Die hebe ich auch immer auf. Wie cool. Oh, ja, das aus dem Action-Block. Müsste eigentlich, oder? Dreimal, viermal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht nichts drauf. Auf jeden Fall ist es cool. Ja, so Holzplanken in Rosé mit so ein bisschen beklittert, aber dezent. Richtig schön. Cool. Oh. Das ist noch nicht zu Ende. Oh, nochmal das Goldpapier. Richtig geil. Und auch das ist noch, ich meine, dicker wie eben das. Da musst du mir echt sagen, wo du das her hast. Das ist richtig cool. Dann haben wir hier was Schwarz-Weißes. So. Und da haben wir, was ist das? Von Hummel. Achso, da Tipps und Anregungen.
schreiben Sie statt des Gedichts einen eigenen Gruß. Okay, wahrscheinlich zum Grußkarten basteln von den Hummelfiguren. Ja, Hummel, muss ich sagen, ist jetzt nicht so meins. Wer da Interesse dran hat, kann mir ja Bescheid geben. Die würde ich weitergeben wollen. Aber das ist zu schade. Aber wie gesagt, Hummel ist wirklich nicht meins. Das ist total lieb von dir. Aber die dürfen gerne weiterziehen. Das wäre ein großer Umschlag, ein DIN A4 Umschlag. Ja, Motivbögen für Funcards von Butinette. Also wer die gerne haben möchte, schreibt mir bitte eine E-Mail. So. Aber Jutta, trotzdem vielen, vielen lieben Dank. Richtig cooles Papier. So, jetzt kommt der letzte Ordner. Die Ordner sind auch so hübsch. Sind die auch aus dem Action? Sind richtig cool. Boah, hier ist ordentlich was drin. Da haben wir einmal Briefumschläge in Gelb. Und die sind sogar gefüttert. Richtig cool. Die kommen direkt hier. Unten habe ich meine Briefumschläge. Dann haben wir hier schon eine fertige Karte. Also muss man nur noch verzieren. Das sind auch, ach hier ist sogar schon mit Guckloch. Cool. Und das fühlt sich ganz komisch an. So stumpf, aber cool. So, hier haben wir nochmal einen Briefumschlag. Kommt direkt hier unten hin. Ja, hier wieder fertig gestanzt. Und hier haben wir auch noch Kartenrohlinge. Und hier einmal rosa Papier. Und hier auch wieder fester Cardstock. Auch fester Cardstock. Fester Cardstock. Und auch nochmal fester Cardstock. So. Dann machen wir das nächste. Ah, ich weiß, das ist das Papier aus diesen Paper-Büchern. Mega. Weil ich habe zwar immer noch auf Vorrat, aber ich habe von jedem einen Block, das war doppelseitig, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht das aus wie aus diesen Paperblöcken. Wie heißen die denn? Paper? Ich weiß es nicht. Oder ist das was anderes? Sehen die nur so ähnlich aus? Hier auch wunderhübsch. Richtig cool. Guck mal, das hier. Nee, das ist was anderes. Das ist nicht. Also das Motiv hier auf gar keinen Fall. Und guck mal, wie hübsch das ist. Richtig cool. Ja. Und hier. Ah. Das war das von deinem letzten Paket, wo du das auch eingepackt hattest? Oder irgendeiner hatte mir in dieses Papier Sachen eingepackt, wo ich versucht habe, dann Sachen auszustanzen, weil ich das so mega hübsch finde. Richtig cool. Ja, dann haben wir hier nochmal Bäume. Kann man schön als Kartenhintergrund auch nehmen, auch für andere Sachen, nicht nur für Karten, für alles Mögliche. Und dann hier nochmal diese Sachen. Richtig cool. Vielen, vielen Dank. Und da haben wir hier noch, ich habe gleich alles rausgenommen. Ach, nochmal hier. Aha, das muss ich gleich alles sortieren. Nochmal dieses geile Papier, Silber und Gold. Richtig geil. Und das ist ja Tonpapier, würde ich sagen. Sehr schön. So, dann haben wir hier. Ja, das ist auch ganz niedlich. Das finde ich cool. Der Rest ist auch nicht so meins. Ich denke, das ist normale Pappe. Das würde ich einfach dabei legen zu den Hummelfiguren. Wie gesagt, wenn das einer haben möchte. So, hier. Da ist doch noch was sich versteckt hat. Ein kleines Stück Goldkarton. Das auch sieht cool aus. Richtig cool. So, da haben wir Poesiealbum. Sticker, also wie heißen die? Glanzbildchen, ne? Ja, mega.
Wisst ihr, dass es die auch mal im Action gab? Da habe ich, muss ich gucken, wo ich die habe. Die gab es mal eine ganze Zeit lang bei Action, ganz große Bögen. Also die, ich glaube so DIN A4, ein Tick größer. Ja, kann man auch immer gut gebrauchen. Die sind, also da finde ich jetzt hier die Blumen am hübschesten und die Schmetterlinge natürlich auch. Ja, die kann man auch immer irgendwo drauf verbasteln. Sehr schön. Dankeschön, meine Liebe. Ach, das ist ja echt der Oberburner hier. So, hier haben wir noch mal. Oh, cooles Vellum. Oh, richtig dick ist das. Richtig geiles Vellumpapier. Dann hier mit Merry Christmas. Und dann diese tollen hellen Rosen. Und hier nochmal ein Bogen normales. Auch normales. Dann hier mit diesen geprägten Blümchen. Auch cool. Und die Punkte, die sind ja mega. Diese auch, die gefallen mir mit am besten. Richtig cool. Und die Rosen, ja, das werdet ihr auf jeden Fall wiedersehen. Und hier nochmal ein ganzer Bogen mit den Punkten. Cool. Und haha, nochmal die hier, die Pusteblumen. Auch richtig geil. Ja, das ist natürlich auch ein hübsches Muster. So, und hier, Moment, Telefon. So, da ging gerade das Telefon. So, guckt mal das hier an. Mega. Sowas habe ich auch noch überhaupt nicht. Also Vellum habe ich nur aus dem Action. Und einmal habe ich mir einen Block mit normalem Vellum, also Uni-Vellum, gekauft. Ansonsten besitze ich gar kein Vellum mit Muster. Richtig cool, freue ich mich auch auf die Verarbeitung. Ich muss das gleich alles sortieren. Ich muss das gleich in Ruhe sortieren, was wie zusammenkommt. So, das war dann das Letzte. Da haben wir einmal nochmal ein Stück Pappe und einmal blauen Cardstock. Ja, das war's. Ich meine, es ist ja auch reichlich. Jutta, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich natürlich, dass du an mich gedacht hast beim Aussortieren. Ja, danke. Vor allem für die ganzen Leckerchen für die Tiere, für die Leckerchen für mich. Vielen, vielen lieben Dank. Hammer. Echt richtig cool. Und ich habe euch ja eben gesagt, wir testen jetzt mal die Stanzer aus. So, ich habe natürlich hier alles gestapelt. So, die Stanzer, die habe ich ihr abgekauft. Und ja, jetzt machen wir erstmal diesen Kreis hier. Und zwar kann man die mitten am Blatt platzieren. Und wo machen wir das denn mal? Ja, ich habe ja gerade auch genug Papier bekommen. Ne? Könnten wir einfach mal irgendwo drauf machen. Dann machen wir mal so ein kleines. Ne? Also das ist jetzt dieses dünne. Also man nimmt das auseinander. Und dann muss man gucken, dass man auch die Magneten richtig trifft. Also so, also da ist ein Pfeil und da ist ein Pfeil. So. Flupp. Und Punch. Und dann nimmt man das ab. Und dann hat man einen Kreis, wo immer man, also hier dieser, ne, Skalopp-Wellenkreis, wo immer man das möchte. Und das finde ich so richtig cool. Also ich schmeiße die Verpackung jetzt weg, weil das kommt zu meinen Stanzern. Jetzt machen wir die Herzstanze. Das kann alles weg. Das Herz war noch. So. Ne? Herz. Und auch das Herz. Wie gesagt, ich kann das platzieren, wo ich möchte. Das ist ja auch gerade fürs Bullet Journal so cool. Kann ich mitten auf der Seite mal was stanzen. So, dann haben wir den hier. Wie gesagt, Verpackung schmeiße ich jetzt alles weg.
weil die kommen zu mir in die Kiste, zu meinen Stanzen, weil die möchte ich ja gebrauchen. So, schwupps, ab geht der Peter. Ich habe das jetzt beobachtet, viele verkaufen die jetzt. Ich frage mich, warum. Also ich bin froh, wenn ihr noch andere Motive habt. Immer her damit. Freue ich mich. So, ja, das war das. Dann haben wir hier den Etikettenstanzer. Ein richtiges Mörderteil. So, das muss ich mir erstmal behalten, weil ich brauche die Maße. Ne, weil hier kann man drei verschiedene Etiketten machen. Einmal braucht das eine Breite von 3,8, einmal von 5,1 und einmal von 6,8. So, jetzt gucken wir mal. Dann nehme ich jetzt mal dieses Papier und mache mir mal die 4, das ist die 3,8. So, dann kann man das nämlich hier reinlegen. Ich habe nämlich so eine Fähnchenstanze damit. So, und dann habe ich ein Etikett. Cool, ne? Ich finde es mega. So, 5,1. Nehmen wir mal so, ist der Rand weg. 5, oder haben wir hier schon 6,1. Ich mache mal, weil das schon so groß ist, habe ich nicht so viel Verschnitt. So. Ist jetzt das Größte. Man kann das Etikett ja so lang machen, wie man möchte, ne? Ups. So. Okay, ist jetzt ein kurzes Etikett, aber ich kann das, ja, die Länge ist ja total egal. Ne? So, und dann machen wir noch die 5,1. 5,1. Ja, okay, da habe ich natürlich jetzt hier ein bisschen weißen Rand, aber es geht ja auch nur ums Zeigen. Und dann habe ich das Etikett fertig. Mega. Jutta, vielen lieben Dank, dass ich die haben durfte. Also, dass du die verkauft hast. So. Und jetzt machen wir die hier. Die machen wir auf. Ich wollte euch ja die Muster zeigen. Ich muss hier dann auch noch mal den Mülleimer leeren. So, das eine war ja ein Kleberoller. Das ist ja klar. So, das, ich mache das jetzt hier auf das Blaue. Das eine sind, das sind Küken. Also es ist echt mini. Gott, das erkennen. Das ist echt mini. Aber süß. Also funktioniert. Und das andere waren ja Blumen. Funktioniert auch. Ne? Und gerade mal irgendwo noch was. Cool. Ja, mega. Ich kann mich nur wiederholen. Liebe Jutta, vielen, vielen lieben Dank, ja, dass du mir deine ganzen Sachen da vermachst. Das nächste Paket ist schon unterwegs. Sie hat gesagt, es passt nicht alles in ein Paket. Freue ich mich natürlich. Ich werde alles sortieren und ja, gucken. Das meiste kann ich natürlich gebrauchen, aber wie zum Beispiel die Hummel-Sachen würde ich gern weitergeben, weil ich weiß, ich werde sie nicht nutzen. Also wer die haben möchte, kann sich gerne bei mir melden. Ja, ich kann nur noch mal sagen, Jutta, vielen lieben Dank auch ja, für die ganzen Sachen, für die Tierkörper, für mich, für meinen Körper. Auf jeden Fall alles das, was ich esse. Ich bin auf die Meersalzschokolade gespannt. Wie gesagt, hatte ich noch nie. Die Mentors werden ja, familiär geteilt. Jeder kriegt eine Rolle, weil die essen wir alle gern. Ja, in diesem Sinne fehlen mir die Worte. Ja, ich bin immer ganz baff. Ja, ich wusste zwar, dass was kommt, aber ich wusste nicht, dass es jetzt schon kommt. Und es ist auf die Arbeit gekommen. Mein Mann war gestern auf der Arbeit und hat das dann mitgebracht. Hat gesagt, komm mal. Also er hat mich angerufen, komm mal raus. Ich habe ein großes Paket. Er kann es ja nicht tragen. Ne? Habe ein großes Paket für dich. Und ja, dann habe ich das reingeschleppt. Und
Überraschung und es war so schlimm, gestern Abend nicht reinzugucken. Also ich habe es aufgerissen, nur die Post kurz gelesen und ansonsten so stehen lassen und mich heute Morgen halt hier hingesetzt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wiederhole mich und ich beende jetzt hiermit dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen da, abonniert meinen Kanal, das ist kostenlos. Drückt die Glocke, verpasst ihr kein Video mehr. Kommt in meine Facebook-Gruppe und wieder das Wichtigste, bleibt gesund, wir sehen uns. Tschüss!